Mitch ist Wakes Doppelgänger. Er hat uns reingelegt. Er konnte mir beinahe den Klicker abnehmen. Der ganze Plan ist am Arsch. Wie konnte das so schief gehen? So eine Zeitverschwendung. Sie sagen es, Henderson. Es ist ein Desaster. Also, wie lautet der Plan? Das FBC kümmert sich normalerweise darum, oder? Was meinen Sie? Moment. Sie haben ein paranatürliches Objekt mitgebracht, ohne es zu sagen, und es dann fast einem feindlichen Wesen überlassen? Ich wusste nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Das war ein Fehler. Scratch zu glauben ebenfalls. Aber es ist noch Zeit. Ich muss noch mehr verstehen. Das stimmt. Wir sollten langsam so tun, als wären wir auf der gleichen Seite, ja? Die Geschichte verändert die Realität. Deshalb ist meine Tochter hier gestorben, obwohl sie eigentlich zu Hause in Virginia hätte sein sollen. Wissen Sie, ob das... AWEs sind lokale Realitätsverzerrungen. Der Bereich außerhalb der Stadt ist nicht davon betroffen. Manchmal dehnen sie sich aus, manchmal verpuffen sie. Wenn wir Letzteres garantieren, geht es deinem Kind vielleicht gut. Die ganze Sache ist ein Albtraum. Ich darf nicht zulassen, dass meine Familie zerrissen wird. Es ist nicht einfach, eine Familie in diesem Beruf zu haben. Die Nachtschichten, das Reisen und alternative, existenzbedrohende Realitäten. Meine Ex-Frau konnte das nicht ertragen. Kieran, Sie sind ohne sie besser dran. Ich bin das jedenfalls. Sagen Sie mir, was ich übersehe. Das FBC muss etwas wissen. Gute Neuigkeiten. Wir haben Infos vom Bureau darüber. Schlechte Neuigkeiten, alles streng geheim. Gute Neuigkeiten, betrachten Sie sich als Mitglied des FBC. Hier der Schlüssel zur Zelle mit den Akten. Viel Spaß. Okay. Danke. Sehr gut. Sie erinnern sich nicht, dass Logan, David und ich in Virginia gelebt haben? Ich weiß noch, dass Sie und David Probleme hatten. Sie brauchten eine Auszeit. Sie und Logan sind nach Watery gezogen. Und dann ist Logan etwas Schreckliches zugestoßen. Als sie zurückkehrten, dachte ich, sie wären die perfekte Partnerin, wenn sie bereit wären, dorthin zurückzukehren. Okay. Das reicht. Meine Erinnerungen sind verzerrt. Sie sind Fiktion. Logan ist am Leben. Ich bin nicht geschieden. Wir sind nie hierher gezogen. Ich kenne die Wahrheit. Wake oder Scratch meinte, jemand könnte uns mit der Geschichte angreifen. Wir dürfen nicht alles glauben. Aber woher sollen wir wissen, dass uns die Geschichte keine falsche Hoffnung macht? Ich kann Sie nicht überzeugen. Ich muss die Geschichte ändern. Scratch hat uns reingelegt und sich als Wake ausgegeben. Er konnte mich fast überzeugen. Hätte meinen Instinkten trauen sollen. Ich hatte schon beim See ein schlechtes Gefühl. Als diese verrückte Monsterwolke im Wald auf mich zukam, konnte ich ein Gesicht darin erkennen. Es war Wake. Ich glaube, er war schon immer ein Monster, Scratch. Genau die Fälle hat mein Ex gehasst. Die lebensgefährlichen Fälle. Schon komisch. Die Fälle, bei denen ich draufgehen konnte, waren meiner Ex am liebsten. Der See ist ein Tor zum dunklen Ort. Was zur Hölle ist ein Para-Utilitarier? Ich
dachte, Wake wäre dem dunklen Ort entkommen. Könnte er noch dort sein? Der Big Apple in einem Ozean der Dunkelheit. Abgetaucht. Anmerkung des Lektors. Falsche Zeitform. In einer Schleife gefangen. Meine Freunde treffen ihn, wenn ich weg bin. Wake ist immer noch am dunklen Ort gefangen. Vielleicht war er das immer. Scratch tat so, als wäre er Wake. Manipulierte mich. Was will er von mir? Nein, ich habe die Kontrolle. Das ist mein Gedankenraum. Er ist mächtig. Zu mächtig. Allein seine Anwesenheit hier macht mich krank. Wie eine Welle des Schreckens in meinem Kopf. Ich spüre sein Verlangen nach dem Klicker. Ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Was passiert mit Casey? Ich bin am Arsch. Na toll. Ein Schatten kriecht unter meiner Haut. In meinem Kopf. Sagen Sie meiner Ex, dass es mir leid tut. Das war's, Casey. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er ist schwerer verletzt, als er zugibt. Er hat Angst. Wake sitzt im dunklen Ort fest. Er wollte mich erreichen, in den Übergängen mit mir kommunizieren. Wake sagte, der Klicker würde das in Ordnung bringen. Aber Wake war Scratch. Wie kann ich seinen Worten trauen? Der Künstler muss sein Werk vollenden. Er gefährdet deinen Frieden. Wach auf und erkenne die Gefahr. Wir haben es dir bereits gesagt, Kleine. Tom hat die Wahrheit über den Lichtschalter erzählt. Lass dich nicht von der Geschichte verwirren. Er muss dein Ende für dich schreiben. Ein Klicker lässt es Wirklichkeit werden. Aber wir haben Wake nicht. Alles, was wir über den Klicker wussten, war wahr. Er hatte nicht gelogen. Scratch meinte, der Klicker könne die Geschichte ändern. Stimmt das mit Ihrer Einschätzung überein? Der Lichtschalter ist ein paranatürlicher Gegenstand. Vielleicht sogar ein Objekt der Macht. Wir haben verifizierte Berichte erhalten, dass es sich 2010 während des AWE in Alan Wakes Besitz befand. Es hat zweifellos Macht. So viel steht fest. Ich werde mir einen Plan einfallen lassen. Das mit deinem Bruder tut mir leid, Ilmo. Jakob war so herzensgut. Er war immer dabei, ganz egal, wie dämlich meine Ideen auch waren. Hat immer gerne geholfen. Ich war unvorsichtig. Ich denke nie etwas zu Ende. Es ist meine Schuld. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt. Aber Sie müssen mir alles über den Kult des Baumes erzählen. Der Kult ist die verrückteste Idee, die funktioniert hat. Ich meine, welcher Kult nennt sich selbst Kult? Genau. Wir beschützen Watery und Bright Falls. Wir sind die Guten. Eine geheime Nachbarschaftswache. Das war zumindest der Plan. Wir wussten schon immer von dem Schrecken im See. Wir erledigen die Besessenen, die dort auftauchen. Ihr erschafft keine Besessenen. Ihr tötet nur die, die es bereits sind. Wie lange existiert dieser Kult bereits? Einige Leute hier wussten schon immer vom Cauldron Lake. Vor uns waren es die Fackelträger. Als ich die Mission weiterführte, wollte ich sie einen Kult nennen. Es war genial. Der Name allein war schon die halbe Miete. Die Leute hatten zu große Angst davor, nachts in den Wald zu gehen. Regel Nummer 1: Angst sorgt für große Motivation.
Ihr habt versucht, Alan Wake zu töten. Warum? Der Cauldron Lake hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Sein Werk war der Auslöser des Albtraums in Bright Falls 2010. Seitdem tauchen die Seiten seiner Geschichten im See auf und bringen immer wieder Monster hervor. Er ist schuld, Wake. Und wenn wir ihn nicht stoppen, tut es niemand. Wakes böser Doppelgänger Scratch ist die eigentliche Bedrohung, nicht Wake. Ich werde ihn stoppen. Ich habe noch nie von einem Scratch gehört. Vito Sartor. Jemand gesehen, was es mit dem Krawall auf sich hatte? Wer weiß. Könnte dies oder das sein? Ich glaube, dass sie die Koskela-Brüder dort eingesperrt haben. Ich habe sie vorhin hineingehen sehen. Oh je. Sie haben sie wahrscheinlich dafür dran gekriegt, was dem armen Urteil ist. Ich mag das Diner in der Nacht. Es ist so ruhig und... Geht nicht auf. All das Chaos von dem Hirschfest gefällt mir gar nicht. Vielleicht sollte ich die Nacht hier verbringen und sicherstellen, dass meine Kunst da ist. Leer. Hier ist nichts. Nur dunkel. Ich glaube, du hast recht. Na, vielleicht doch ein Fehler, hierher zu kommen. Scratch kam näher, erlangte Kontrolle. Er durfte dem dunklen Ort nicht entkommen. Ich musste ihn von Alice fernhalten.
Nach Alans Tod habe ich monatelang die Wohnung nicht verlassen. Die Verwirrung, die Schuldgefühle, der Schock und die Angst erdrückten mich. Ich konnte kaum aufstehen. Barry Wheeler kam oft zu mir und kochte sogar für mich. Anfangs mochte ich ihn überhaupt nicht, aber er ist ein besserer Freund, als ich gedacht hätte. Er schaut immer noch rein, obwohl er inzwischen weggezogen ist. Alice Arbeit hatte die gesamte Wohnung eingenommen, ihr ganzes Leben. Eines Morgens sah ich ein Reh an meinem Fenster vorbeifliegen. Es war ein Ballon mit einer Comicfigur darauf. Als ich auf die Straße hinunterschaute, sah ich ein kleines Mädchen weinen, als wäre mit dem Verlust des Ballons ihre ganze Welt untergegangen. Ein perfektes Beispiel für die Schrecken der Fürsorge. In dem Moment stand ich wieder auf und schnappte mir meine Kamera. Da war etwas in der Dunkelheit. Und das musste ich sehen. Es den Leuten zeigen. Je mehr Schatten ich fotografierte und filmte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich kurz vor einem Durchbruch stand. Ich vertiefte mich darin. Ich ging nur noch nachts raus. Ich war wie besessen, aber wovon wusste ich beim besten Willen nicht? Welt hinter der unseren. Wie eine dunkle Flut, die gegen unsere Realität brandet. Gesichter in den Schatten. Die Angst vor der Dunkelheit ist nur die Angst vor der Ungewissheit. Dieser gewaltige, lähmende Ozean. Doch Fotografie kann die Realität in einem Schnappschuss einfrieren. Die Unendlichkeit einschließen, sie einfangen. Ich muss den Beweis dafür finden. Thank you.
Das Manuskript eines Romans. Return. Eine Horrorgeschichte über das Dunkel, das aus dem dunklen Ort entkommt und Bright Falls befällt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es geschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Ein Monster mit meinem Gesicht. Sollte die Geschichte wahr werden, würde Scratch entkommen. Menschen würden sterben. Das Manuskript zu zerstören, würde nichts bringen. Ich würde es bearbeiten müssen, es umändern. Das Genre der Geschichte müsste ich beibehalten. Ich müsste mich also in Scratch-Limitierungen halten. Ich bräuchte jemanden in der Geschichte, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Saga Anderson. Ich sah sie in meinen Visionen. Sie war bereits in Bright Falls, bereits involviert. Aber sie war nicht in Return. Noch nicht. Ich würde sie hineinschreiben, um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es dauerte zu lange. Das Ende war noch nicht erreicht. Mir lief die Zeit davon.